du kannst mich doch nicht einfach kündigen. Ich brauch doch, Geld. Wie soll denn das funktionieren? Dafür, auf diesen Schritt brauche ich erstmal was zu trinken. Ich habe aber Durst. Ich will was trinken. Das ist doch... Ich nehme doch nicht die Päckchen weg. Wer weiß, was da drin ist? Eine Bombe? Das kann ich nicht einfach so nehmen. Aber mir nochmal, wie wir reden. Ich glaube, der ist jetzt echt nicht in Stimmung. Nee, der Ball da oben, das ist Castaway. Leck mich am Arsch. Mr. Wilson. Okay. Selbst den hat er hier. Nebst Wonder Woman. Tja, wir haben ein Problem, würde ich sagen. Uns fehlt Geld, wir müssen gerade eben gekündigt worden. Porn Shop, Gold Diamonds, Electronics, Guns. Kaugummi-Automat. Die Frage ist... Metro, die U-Bahn-Karte. Wir haben aber, glaube ich, echt nichts... Doch, natürlich, wir haben den Ring, aber... Boah, ob ich den wirklich in der Pfandleihe abgeben will? Ich bin nicht so sicher. Sieht interessant aus. So, mach Sachen. Manchmal juckt es mich echt mal Feuer zu legen, nur um zu sehen, ob diese Dinger überhaupt einen Zweck erfüllen oder einfach nur dumm rumstehen. Ich denke mal. Sie erfüllen einen Zweck. Oh, warte mal, was kommt denn da? Da geht's wieder runter zur U-Bahn. Da hinten kommen wir nicht hin. Zur Bank. Ich weiß gar nicht, ob die schon geöffnet hat, ob wir da rein können. Nein. Danke. Ich habe schon mal versucht, dir Geld zu kriegen, aber die meinten, ich bräuchte ein Konto. Bin ich Rockefeller oder was? Naja, das ist halt... Wüsste du nicht, was ich sagen soll? Er scheut dir die Gespräche mit Fremden. Hallo, Gullideckel? Loch? Ich werde kein einziges meiner Körperteile in das Loch da stecken. Okay, was ist... Das Scheißding sieht echt schwer aus. Ich lass das mal lieber. Naja, wir könnten ja ein bisschen was kombinieren. Entweder nur diesen Bolzen. Oder. Das ist keine gute Idee. Nein, wirklich nicht. Was hätten wir denn im Angebot? Wir hätten hier eventuell. Das ist keine gute Idee. Okay, nein. Also, das ist keine gute Idee. Nein. Ist die Frage, was könnten wir denn hier. Die Figur. Die Officer Murray-Figur. Könnte man direkt niedlich nennen, ist es aber nicht. Keine Ahnung, wofür die ist, aber egal. Ein Verkehrshütchen, kann man vielleicht auch zweckentfremden. Ja, aber die Frage ist denn, für was? Ich glaube nicht, dass das was bringt. Okay. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Ja, ich hab's schon befürchtet. Na gut, dann schauen wir mal runter. Boah, aber in die Pfandleihe. Ich habe echt die Vermutung, you are here. Ja gut, hier bleiben wir auch. Die Pfandleihe, ich weiß gar nicht. Mal schauen wir mal, ob wir reinkommen. Ob überhaupt geöffnet ist. Ja, es scheint geöffnet zu sein. Oh, ein Dieb. Und Merl. Und jede Menge Müll. Eine Uhr, Loch, Gasflasche, leere Flasche. Standfuß, kaputte Fernseher wahrscheinlich, Notizbuch, der Dresden, Mackie-Cola-Pyramide, Wasserschwert, Geraffel und ein Proton-Pack. Das ist für die Zeit, wo wir dann tatsächlich selbst mal ein bisschen Ghostbuster spielen. Wir könnten damit unseren Chef heimsuchen. Na gut, schauen wir mal. Ich habe keinen Job mehr. Guten Morgen. Schön für dich. Aloha. Was könnte ich verpfänden, um genug für die Miete zusammenzubekommen? Ich brauche echt eine Menge Geld. Ich weiß, das geht mich nichts an, aber meinst du nicht, der Typ da könnte ein Verbrecher sein? Ich weiß, das geht mich nichts an, aber... meinst du nicht, der Typ da könnte ein Verbrecher sein? Das hoffe ich doch. Aber meinst du nicht, der gehört eher zu den Leuten, die was klauen? Kann schon sein. Aber er ist mein bester Zulieferer. Ja, deswegen hat er auch gerade den... Das hier habe ich gerade im Keller meiner Oma gefunden. Das hat großen nostalgischen Wert. Wow, dieser Keller ist eine echte Goldmine. Hab schon genau sowas. Aber dafür hast du dir trotzdem ein nettes Bündel verdient. Siehst du, ich liebe den Kerl.
Der hat ja gerade den Roboterarm aus Terminator aus dem Regal geklaut und dafür müsst ihr noch bezahlen? Und hinter ihm ist die Maske von Jason, sehe ich gerade unter anderem. Und ich glaube, das könnten die Hoverboards sein aus Back to the Future. Oh mein Gott, was ist hier alles noch drin? Das ist ja ein wahrer... Boah, da wird man ja richtig... Oh, ich glaube, ich habe gerade Nordgasmus gehabt. Na gut, was könnte ich denn verpfänden? Was könnte ich verpfänden, um genug für die Miete zusammenzubekommen? Ich brauche echt eine Menge Geld. Was hast du denn? Naja... Das ist ein echtes Ticket für die U-Bahn. Damit kann man schnell umgehend durch die ganze Stadt fahren. Ein Teleskop, Entenbügel, ein paar Seiten aus dem offiziellen Wonder-Comics-Katalog von 1972, inklusive Bildern von Super Zuckerschnecke in ihrem klassischen Knappkostüm mit nur ganz wenig Öl und Thunfischflecken. Ein paar Seiten aus dem offiziellen Wonder-Comics-Katalog von 1972, inklusive Bildern von Super Zuckerschnecke in ihrem klassischen knappen Kostüm. Mit nur ganz wenig Öl und Thunfischflecken. Ich glaube, in dem Zustand sind die nichts wert. Ach, verdammt. Diese unglaubliche Polizistenfigur. Ganz ehrlich, wieso Super Zuckerschnecke. Ja, ich meine, wäre natürlich besser, wenn das Öl auf ihrem Körper drauf wäre. Wir versuchen es mal mit der Polizistenfigur. Diese unglaubliche Polizistenfigur. Na, ist jetzt nicht gerade Captain Red oder sowas. Nee, diese tolle Kunst in der Brieftasche, die kein bisschen nach nassem Hund riecht. Ah, ich hab doch überhaupt nichts Wertvolles. Das ist ein echtes Ticket für die U-Bahn. Damit kann man ungehindert durch die ganze Stadt fahren. Ist das dein Ernst? Natürlich. Brauche ich nicht. Vielleicht diesen geilen Teleskop-Entenbügel, den habe ich selber gemacht. Damit kannst du durch hohe gliegende Fenster Sachen klauen oder deinen Verbrecher, den du hier eingestellt hast. Der kann die Sachen damit klauen. Ein Teleskop. Wie wär's? $100 vielleicht? Den habe ich selber gemacht. Ist der aus Holz? Ich habe eine Menge Edelsteinbügel auch selber gemacht. Verdammt! Ich glaube, da kam wohl schon mal jemand auf die Idee. Diese tolle Kunstlederbrieftasche, die kein bisschen nach nassem Hund riecht. Ja, das rieche ich von hier. Kein Interesse. Dieser Ring allerdings. Hey, langsam. Kann mich nicht daran erinnern, die erlaubt zu haben, in meinen Sachen rumzuschnüffeln. Ganz ruhig, Kleiner. Das kommt so mit dem Job. Naja, der Ring gehört nicht so richtig mir. Ich würde mich nicht wohlfühlen, den zu verkaufen, weil... Nur zum Verständnis. Das ist das Einzige von Wert, was du hast. Und du willst es nicht verkaufen. Ja, naja, es ist nur... Weißt du, ich glaube, ich behalte ihn besser. Okay, also, ich glaube, hier bin ich durch. Danke trotzdem. Warte mal, Junge, geh nicht einfach so weg. Sieh doch einfach mal bei dir zu Hause nach. Vielleicht hast du ja irgendwelchen nutzlosen Schrott, der mich interessiert. Sieht so aus, als könntest du das Geld echt brauchen. Scheint, als ob ich das mit der Mimik endlich besser hinbekomme. Ich finde schon etwas Schrott für dich. Werd's auf jeden Fall probieren. Ja, den einen Ring ist hier alle zu knechten, der sich an mich bindet. Ja, den will ich natürlich nicht hergeben. Auf der anderen Seite der Dieb da drüben. Ob wir wohl von dem noch profitieren können? Das kann ich nicht rumtragen. Nein? Bist du da sicher? Wie wär's denn mit dem Protonenpack da hinten? Ich würde ja gern rumlaufen, ein paar Geister umnieten. Aber dafür habe ich gerade keine Zeit. Die kann ich nicht einfach nehmen, da wird Mel sauer. Und mir ist gerade nicht nach einer Abreibung. Okay, aber was ist denn das? An die Uhr muss ich, glaube ich, echt noch rankommen. Soll ich da meine Finger reinstecken? Nein, deine Finger vielleicht nicht, aber warte mal. Nicht breit genug. Passt nicht. Nicht breit genug? Ja gut, aber ganz ehrlich, der Draht hier, der wäre noch ungeeigneter. Das macht keinen Sinn. Ja, dachte ich mir schon. Nicht breit genug, dann müssten wir es ja eigentlich irgendwie bearbeiten. Kann es sein? Nee, der Ring, der bleibt da, wo er ist. Gottes Willen, den gebe ich natürlich auf gar keinen Fall her. Ich bin doch nicht verrückt. Die rostige Rasierklinge. Ja, es ist eine gute Frage. Mercury-Cola-Pyramide. Eine große Mercury-Cola. Ist das Zeug nicht aus Sicherheitsgründen aus dem Verkehr gezogen worden? Hey,
bleib weg von meinen Babys. Schon gut, entspann dich. Es tut mir sorry. Ey, du Dieb. Er will gerade nicht mit mir reden. Ach, verdammt. Verdammt. Es ist echt die Frage, ich glaube, hier sind Spielekonsolen. Das hier könnte ein Super Nintendo sein. Und das hier vielleicht eine PS2 oder sowas. Also man muss auch mal auf... Und hier liegt ein Gamepad. Es ist nur schwer zu erkennen, was für eins. Weiß es vielleicht jemand von euch? Ich kenne das ehrlich gesagt nicht. Ich glaube zwar, dass mir die Optik bekannt vorkommt, aber ich weiß nicht genau, von was. Also wenn es jemand weiß, bitte mal unten in die Kommentare reinsetzen. Und hier, das könnten Wii sein oder sowas. Ist auch schwer zu sagen. Falls es jemand erkennt, falls hier jemand noch Sachen sieht, die ich jetzt nicht erwähnt habe, die aus irgendwelchen Filmen sind, die man irgendwelchen Filmen zuordnen kann, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Das ist nicht nur für heute, das gilt prinzipiell für die ganze Let's Play-Serie. Und das ist echt jetzt gerade die Frage. Ich weiß nicht, ob wir schon nach Hause können und dort tatsächlich nach Müll schauen. Das ist eine verzwickte Geschichte. So, dieser Kaugummi-Automat. Extra süßes Kaugummi. Das steckt wohl in diesen Kapseln. Können wir den vielleicht irgendwie so ein bisschen bearbeiten? Ich weiß nicht, mal probieren das mit dem... Das macht keinen Sinn. Nein, macht das nicht? Verdammt. Das ist keine gute Idee. Nein, auch nicht? Okay. Ich weiß nicht... Ja, der Versuch zurückzufahren in die Wohnung... Ah, mehr als... Shop Randalls Wohnung. Wir könnten es natürlich versuchen. Durchaus. Aber ob das funktioniert, ich weiß nicht. Ich habe halt immer noch die Befürchtung, was speichere tue so oft. Du weißt ja nie, wann die Morlocks den nächsten Stromausfall verursachen. Okay, wer weiß, was das für eine Anspielung war, bitte in die Kommentare. Ansonsten verrate ich es noch. Aber, oh, Scheiße, verdammt, er wartet noch. Der alte Marconi ist immer noch da. Ich muss einen Weg finden, mich vorbeizuschleichen. Tja, und somit stehen wir wieder vor der Tür. Es ist einfach übel. Ich weiß nicht, wie ich da reinkommen soll. Die Feuertreppe, die ist ja am Arsch. Wir brauchen vielleicht eine Ablenkung. Ich glaube, das war genug Second-Hand-Philosophie für einen Tag. Ich weiß, es gibt eine Möglichkeit, ihn abzulenken. Ich kenne sie nur nicht, aber wir werden sie noch herausfinden. Und wenn es in der nächsten Folge ist. Apropos, nächste Folge. Hey, wie geht's, Kumpel? Ich bin Randall. Hallo, Randall. Warum so ein langes Gesicht? Machst du dich über mich lustig? Aber klar. Hast du dich mal angesehen? Ich bin ein Wondermatic-Vertreter und das hier ist der schlimmste Tag meines Lebens. Deswegen geht's mir so dreckig. Zufrieden? Jetzt und für immer. Keine Verkäufe für dich, hm? Naja, hab meine Uhr verkauft, um die Stromrechnung zahlen zu können. Diese Uhr hat meinem Großvater gehört, den sie über Hanoi abgeschossen haben. Captain Coons musste sie in seinem Arsch verstecken und... Ja, sehr tragisch. Reden wir doch lieber über Hundewelpen. Ich liebe Welpen. Ja, meine kleine Susie möchte schon lange einen Welpen haben. Und ich weiß nicht, was ich ihr sagen soll. Ich kann ja nicht mal mehr die Hypothek abbezahlen. Okay, irgendwie macht mich gerade sogar das Reden über Welpen traurig und ich weigere mich, über Ponys zu sprechen. Also, was genau ist dein Problem? Das Problem ist, dass ich der schlechteste Vertreter bin, den Wondermatic Industries jemals hatte. Es ist schon 2 Monate her, dass ich das letzte Mal was verkauft habe. Ich kann nicht mal die billigsten Sachen an den Mann bringen. Ich bin so ein Versager. Ach, Kopf hoch! Weißt du, was du machen solltest? Entweder du kotzt dich aus oder du nimmst mal dein Gesicht aus dem Eimer. Was du nicht machen solltest, ist einfach nur rumsitzen und jammern. So einfach ist das aber nicht. Wenn ich doch nur irgendeinen reichen Trottel auftreiben könnte, um ihm das komplette Deluxe-Set anzudrehen, wären all meine Probleme gelöst. Zumindest erstmal.
Tja, ich weiß nicht, ob wir ihm da helfen können, ehrlich gesagt. Was mich wundert ist, dass es ein neues Gespräch gibt, wo ich mich doch schon mit ihm unterhalten habe. Alter, ich würde dir gerne helfen. Mein letztes Essen war eine 7 Tage alte Pizza. Wenn du noch jemanden mit viel Kohle und wenig im Kopf suchst, dann nimm meinen Vermieter. Das heißt, er sitzt buchstäblich auf Bergen von Geld. Warum? Ich würde sagen, das ist die gesuchte Ablenkung. Wenn du noch jemanden mit viel Kohle und wenig im Kopf suchst, dann nimm meinen Vermieter. Das heißt, er sitzt buchstäblich auf Bergen von Geld. Echt? Ja, aber es heißt auch, dass die Morlocks eine Großoffensive planen. Also nimm's nicht zu wörtlich. Aber ist dein Vermieter leichtgläubig? Naja, ich schulde ihm die Miete für 3 Monate und er hat mich immer noch nicht rausgeworfen. Aber das könnte auch an seinem Vaterkomplex liegen. Weiß ich also nicht so richtig. Das könnte was werden. Meine letzte Chance. Kannst du mir seine Nummer geben? Klar, könnte ich, aber pass auf. Der Alte ist mies drauf. Selbst seine haarigen Schultern sind wütend auf dich, wenn du was Falsches sagst. Egal. Ich muss es versuchen. Ist ja deine Beerdigung. Die Nummer ist 555-1013. Oh, und ruf nicht bei Vollmond an. Es könnte echt schief gehen. Ich ruf ihn jetzt gleich an. Perfekt, perfekt. Da hätten wir die Ablenkung, die wir suchen. Guten Morgen, Sir. Haben Sie eine Minute Zeit? Ich würde gerne mit Ihnen über die Vorzüge unserer Wand... Verdammt! Ich hab's wieder verbockt. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Ich hab's eher gesagt, er ist ein ungehobener, streitsüchtiger alter Mann. Komm, lass mich mal. Ob ich das versuchen soll? Nee. Ich würde eher sagen, versuch's doch mal, aber geh bei ihm vorbei. Ruf mich da an, komm bitte schon, geh bei ihm vorbei. Aufgeben. Versuch's noch mal. Warum? Er hat sehr deutlich gemacht, dass er kein Interesse hat. So läuft das also bei Wundermatic, ja? Nur weil jemand dich einen Drecksack nennt, glaubst du, er hat kein Interesse? Du kannst doch nicht einfach bei der ersten Hürde aufgeben! Na gut, ich werd's nochmal versuchen. Guten Morgen, Sir. Ich glaube, es gab da eben ein Problem mit der Leitung, als... Nein, das war dann wohl wieder nichts. Er hat recht. Ich bin ein wertloser Drecksack. Ja, es ist doch... Ich hab dir doch gesagt, er ist blöd. Gefühle kennt er, glaube ich, nicht. Die hat man ihm, glaube ich, irgendwann nach dem Vietnamkrieg rausoperiert. Also gib nicht auf. Ich hab's dir gesagt, er ist ein ungehobelter, streitsüchtiger alter Mann. Du sagtest doch, er sei leicht zu manipulieren. Aber ich schaff's nicht mal, ihn für 2 Sekunden am Telefon zu behalten. So kann ich nie etwas verkaufen. Ich weiß, wie du dich fühlst, Alter. Mit mir redet er auch nur, wenn er mich bedrohen oder beleidigen will. Genau wie mein Boss. Und meine Frau. Sogar meine Kinder. Jetzt muss ich es halt eben doch noch selber probieren. Das ist doch zum Mäusewelken mit dir. Im Ernst? Ich meine es immer ernst. Außer wenn ich Typen finde, die ich ausnutzen kann. Dann muss ich einfach lügen. Ich weiß nicht, was ich davon jetzt halten soll. Oh komm, gib mir dein Handy, du hast nichts zu verlieren. Oh, auch wieder wahr. Hier, tob dich aus. Showtime. Guten Morgen, Sir. Wären Sie am Kauf eines brandneuen Sets Wondermatic-Produkte interessiert? Hallo, Mr. Marconi. Wären Sie daran interessiert, einen Haufen Müll zu kaufen, der mit veralteter Technik produziert wurde? Ist es wahr, dass Sie Ihre ganze Familie verspeist haben? Sie sind noch immer im Flur und warten auf mich? Tja, ich würde sagen, die eine richtige Frage, die ihn so richtig schön zu was gut bringt, die stellen wir Ihnen in der nächsten Folge. Für heute verabschiede ich mich. Es war mir ein Vergnügen, ein Spaß, hier für euch mit dabei zu sein. Und ja, danke fürs Zusehen. Tschüssi, Koski.